Das ist ein ganz feiner, aber gewaltiger Unterschied. Nicht? Also das ist eine Datensammlung, aber keine Informationssammlung, eine Bilanz. Nicht? Und Daten, wissen wir eh, was das sind, das sind die Friedhöfe, das sind die Zeilenfriedhöfe. Denn Daten sind nichts anderes als Zeichenfolgen, die einer bestimmten syntaktischen Regel gehorchen, die syntaktisch korrekt sind. Das sind die Daten. Ja? Information hieße, dass ich das auch auswerten kann, nämlich semantisch, für eine Problemstellung. Ja? Und um Wissen darzustellen, benötige ich im Vorfeld einen bestimmten Konsens. Das ist auch in der sogenannten Wissenschaft so. Ja, in der Wissenschaft, da sitzen in jeder Fachrichtung immer ein paar, in der Regel sind es Ältere und in der Regel Herren, beisammen und die bestimmen dann, ob das jetzt Wissen ist oder nicht. Ja, das ist der klassische Konsensbegriff in der Wissenschaft. Und ja, der ist halt auch nur begrenzt tauglich. Max Planck hat ja aus dem Grund dann auch gesagt, nicht, also damit sich also wirklich ein Paradigma ändert, das liegt nicht daran, dass man die anderen überzeugen kann, die müssen erst alle aussterben, ja? Nämlich die Professoren, aber auch ihre Schüler. Ja? Und dann setzt sich erst ein neues Wissen, also ein neues Paradigma durch. Ich persönlich habe dann auch von meinen Studenten in Linz den konstruktivistischen Wissensbegriff vertreten, der aus zwei Bestandteilen zusammengesetzt ist. Das ist eben das persönliche Erfahrungswissen, das, was einen keiner wegnehmen kann, ja? Was man selber erlebt hat. Und das, wo man als Fachexperte nach besten Fähigkeiten selbst daran mitwirkt, eben zu konstruieren, zusammenzubauen, zu basteln, ja, ein Patchwork aus verschiedenen Elementen, das dann natürlich nach bestimmten Kriterien auf Tauglichkeit zu überprüfen ist, im günstigsten Fall empirisch und im günstigsten Fall dann wieder von anderen als denen, die es zusammengebaut haben. Das wäre also die schönste Arbeitsteilung in der Wissenschaft. Das kann man jetzt natürlich sehr schön dazu verwenden, um gegen Meinung und Glaube abzugrenzen. Ja, Meinung, das ist eben das, was ich mir in einer idealen Gesellschaft jeder frei selber bilden kann. Und wo ich dann auch frei, mit wem immer ich will, drüber reden können, sollte. Ja, denn Sprache allein, das sollte man halt nicht verbieten, ja, und verschließen, sonst gibt es ja keinen Dialog und keine friedliche Veränderung. Auch von irgendwelchen Glaubenssystemen beispielsweise. Da sind wir schon beim Glauben. Und der Glaube ist meiner Meinung nach unterschätzt. Ziemlich stark unterschätzt. Denn wenn man sich überlegt, wie kommt das Neue in die Welt, gibt es ein gutes Buch dazu, genau mit diesem Titel, dann wird man erkennen, dass Neues im ersten Schritt immer beim Glauben beginnt. Ja? Man sagt natürlich, der Volksmund, Glauben heißt nicht Wissen. Ja? Aber nur zu wissen ohne zu glauben bringt uns auch nicht weiter, weil oft ist das Wissen, ja, nämlich das, was auf einem falschen Fundament steht, durch Axiome nämlich beschränkt. Axiome, das sind Grundannahmen, die nicht bewiesen sind, die im schlimmsten Fall aber auch nicht beweisbar sind. Man kann das übrigens für sich selber mit Hausverstand nachbauen. Also wenn ich versuche, mir die Welt zu erklären und alle Wesen und alle Hierarchien von Lebenswesen und wie funktioniert überhaupt alles, gibt es eine natürliche Grenze und das ist der elementare Glaubenssatz, ich bin. Wo dann der Descartes gesagt hat, cogito ergo sum, ich könnte auch sagen, ich fühle, darum bin ich, ja, Gigerenzer, nicht, also die Bauchentscheidungen, der Gigerenzer, der sagt, dass also das Gefühl ist mächtiger und eigentlich wichtiger bei Entscheidungen als der Verstand. Weil der Verstand ist immer schon vorgeformt, ja, und schon in der Wahrnehmung beschränkt durch die Modellannahmen, eben die Prämissen. Und da kommen wir jetzt an den Punkt, wo wir sagen, der Glaube muss als erstes einmal da sein, damit ich etwas Neues finden kann. Denn wenn ich über den Verstand gehe, dann muss ich, wenn ich etwas Neues kennenlernen will, immer über Analogien arbeiten. Ich verstehe etwas Neues immer dann, wenn ich sage, aha, das funktioniert wie das und das und das und damit mache ich den Analogieschluss zu etwas, was ich schon verstanden habe. Ja? Eine Analogie. Das kann eine Zeit lang gut gehen, das kann aber manchmal auch zu fürchterlichen Fehlschlüssen führen, ja, die man dann in gescheiten wissenschaftlichen Büchern mit einem Schuss Humor lesen kann. Oft ist das wirklich sehr witzig. Unerfreulich ist es nur, wenn es zum Beispiel die Medizin betrifft und manche anderen dort. Was aber mich persönlich jetzt in meiner Biografie berührt hat, das ist der Umstand, wie das also in den Wissenschaften, wo ich eigentlich von Haus aus heimisch war, also in der Ökonomie, Wirtschaftswissenschaften und in den Rechtswissenschaften, also Bilanzierung, da geht es ja auch um Bilanzrecht, wie es dort ausschaut, denn das sind sogenannte normative Wissenschaften und das ist genau genommen keine Wissenschaft. Normative Wissenschaften sind keine Wissenschaften. Das ist jetzt einmal für das Erste erschütternd, aber schaut einmal einfach in die deutschsprachige Wikipedia hinein.
da werdet ihr sehen, dass die Wissenschaftstheoretiker, und das ist ein Unterfach der Philosophie, das sind die, die eigentlich sagen, was ist denn jetzt wirklich Wissenschaft? Ja? Dass die jahrelang herumgestritten haben, wie das mit den normativen Wissenschaften, bitte, das ist Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften, aber auch sowas wie Pädagogik zum Beispiel, ja? Wie das mit ihnen wirklich ausschaut. Und der letzte Philosoph, der gesagt hat, er kann sich schon vorstellen, dass es so etwas Ähnliches gibt, wie normative Wissenschaft, war Habermas. Und der hat aber die Methode, die Methodologie normativer Wissenschaft, über die hat er sich ausgeschrieben. Ja, hat dann nicht einmal begonnen, in dem Bereich zu arbeiten. Und dann steht etwas Drolliges in der Wikipedia als letzter Satz. Und daher ist die Möglichkeit normativer Wissenschaft nach wie vor umstritten. Auch nur die Möglichkeit, dass das, was normativ, also regelsetzend für andere betrieben wird, ist nach wie vor umstritten. Mir hat man ja oft öffentlich vorgeworfen, ich sei ein umstrittener Wissenschaftler. Naja, in einem Fach, das als Fach umstritten ist, kann ich da nichts dafür. Ökonomie ist eine umstrittene Wissenschaft, was will man eigentlich von mir? Ich bemühe mich, nach Kräften wissenschaftlich zu arbeiten. Aber in einem Bereich, der eigentlich nicht Wissenschaft ist, engt man natürlich sofort an. Das ist, für mich ist es nachvollziehbar, ja, da bin ich ganz illusionslos. Jetzt ist es aber so, dass gerade von Ökonomie und Recht heute die größten Zwänge ausgehen. Ja, immer wenn es um Forschung geht, dann haben wir genau zwei Hürden. Das eine ist Geld, ja, die begrenzten Budgets. Und das zweite sind irgendwelche Regeln, die uns gesetzlich irgendwas verbieten, ja, oder vorschreiben. Das muss man zertifizieren lassen, prüfen lassen, ta-ta-ta-ta. Und dann kommt daraus, es kostet in der Regel auch Geld. Die zwei gehen dann immer zusammen. Ja. Das heißt, die normativen Nichtwissenschaften, die Pseudowissenschaften, ja, behindern permanent, von früh bis spät, die, was wäre das dann? Die freien Wissenschaften und für mich dann auch die freien Künste. Ja. Und deshalb habe ich ja auch schon vor 2 Jahren in Saarbrücken bei einem grenzwissenschaftlichen Kongress, könnt ihr den Vortrag im Internet sehen, bei meinem Vortrag gesagt, bitte, ich möchte nie wieder den Begriff von euch hören, Grenzwissenschaften, Parawissenschaften und diese ganzen komischen Selbstbeschränkungen. Für mich gibt es nur eine Kategorisierung, die wichtig ist. Das ist die freie und die unfreie Wissenschaft. Die unfreie Wissenschaft, das ist alles das, was staatlich oder von der Wirtschaft finanziert wird, weil da sind die Ergebnisse in der Regel schon vorgegeben. Ja? Und wenn das nicht rauskommt, dann fließt kein Geld. Oder es war der letzte Auftrag für den Kollegen. Ja? Und das andere ist die sogenannte Schulwissenschaft und die Lehrpläne werden politisch entworfen, ja? Und nicht nach fachlichen Kriterien. Also gibt es die unfreien Wissenschaftler, man kann sagen, der ganze Mainstream. Und dann gibt es die Helden, die mit eigenen Mitteln in der Freizeit, im Budget, in der Garage, im eigenen Garten oder irgendwo sich was zusammenbauen und empirisch testen, ob das funktioniert. Egal, ob das der Gesundheitsbereich ist, ob das irgendwelche Apparate sind, ja, ob das Kommunikationsmethoden sind, was auch immer. Ja. Und das ist die freie Wissenschaft. Und als solche sollte man auch in die Öffentlichkeit gehen. Freie Wissenschaft, damit die Menschen den Unterschied verstehen zur unfreien Wissenschaft, die wir dann auch so nennen. Denn die Kollegen im Lehrbetrieb, in den Mainstream-Institutionen sind leider unfrei. Die spüren das eh, die wissen das auch, kognitive Dissonanz ist ein Ergebnis davon. Man darf ihnen das offen so sagen, man beleidigt sie nicht. Ich glaube, die fühlen sich dann auch besser verstanden, wenn sie sehen, dass wir ihnen das so sagen, ohne ihnen daraus einen Vorwurf zu machen. Denn die sind in diesem System gefangen. Unser Ziel wäre es ja, sie aus diesem System zu befreien, durch die Transformation des Systems. Frage ist jetzt, warum halten sich normative Pseudowissenschaften so lange? Na, weil sie zu Machtinstrumenten degeneriert sind. Überall dort, wo ein Flaschenhals entsteht, wo also eine kleine Gruppe entscheiden kann über das Verhalten der restlichen Menschheit, eines Volks, einer Nation, einer größeren Zahl, entsteht allein daraus schon Macht. Und das muss man nicht verurteilen, muss man nicht sagen, das ist gut oder das ist schlecht. Ja? Das war über Jahrtausende hinweg wahrscheinlich die einzig für möglich gehaltene Methode, um diese große Menge Menschen irgendwie steuern zu können. Ja, ist ja plausibel, im ersten Moment fällt einem nichts anderes ein. Ja. Aber es kommt halt langsam der Punkt, wo man sagt, diese Methode hat sich überlebt, da müssen wir was Besseres ersetzen. Stattdessen gibt es sicher bessere Möglichkeiten, probieren wir die endlich aus. Und in dem Zusammenhang müssen wir sagen, dass es jetzt nicht vielleicht primär das Wissen ist, das bestimmten Machtgruppen unangenehm ist, sondern es ist vielleicht die Technologie, die dadurch möglich wird. Es sind bestimmte menschliche Fähigkeiten, die dadurch möglich werden. Ja? Und bestimmte Glaubenssysteme, die dann die Grundlage für alles das liefern. Wie dann
verhindert wird, dass das in die Öffentlichkeit kommt und dann breitere Bevölkerungsschichten damit in Kontakt kommen, können wir uns anschauen. Ein Vortragender bei einem Querdenken-Kongress hat einmal eine schöne Definition gebracht, die ich dann übernommen habe von ihm, das war der Norbert Häuser. Und er hat gesagt, für ihn ist Technologie jede Methode, die ich zuverlässig in gleicher Form wiederholen kann, um immer das gleiche zuverlässige Ergebnis zu erzielen. Das nennt er Technologie. Nämlich unabhängig davon, ob da jetzt irgendwelche Automaten oder irgendwelche künstlichen Dinge involviert sind. Also wenn ich ich möchte, dass es im Raum hell wird und ich drücke auf einen Lichtschalter, solange die Lampen funktionieren und der Schalter okay ist, weiß ich, wenn ich da drauf drücke, geht das. Wenn es aber darum geht, dass ich mit zwei Stöckchen, die aneinander reibe und dann Feuer mache, dann hängt das jetzt nicht von den Stöckchen ab, sondern auch von meiner Geschicklichkeit. Beim einen wird es besser gehen, beim anderen schlechter. Ja? Und von so persönlichen Fähigkeiten das abhängig zu machen, ist dann eben noch ein sehr, sehr niedriger technologischer Level. Das Schöne aber bei diesem Zuverlässigkeitskriterium wiederholbarer Methode für Technologie ist, dass das eben, und das ist das Wichtige, auch im geistigen Bereich funktioniert. Das heißt, wenn ich durch Meditation beispielsweise meine Herzfrequenz und meinen Blutdruck senken kann, oder wenn ich durch Biofeedback unmittelbar auf bestimmte Organfunktionen zugreifen kann, durch diese Dinge. Das heißt, wenn ich Selbstheilungskräfte auslösen kann, dann kann auch das, wenn ich es kann, das heißt, wenn es zuverlässig immer wieder funktioniert, nennt man auch das eine Technologie. Das ist dann eine Bewusstseinstechnologie. Ja. Und das ist das Schöne, dass wir auch in dem Bereich durchaus Technologien einsetzen können. Ihr kennt vielleicht den Namen Nikola Tesla und seinen Silberpfeil. Dieses Auto, das da ein elektrisches Auto war, aber ohne Kabel und ohne Akkus. Ja, irgendwie aus der Atmosphäre hat er das entnommen, gibt die Vermutungen, wenn also die Erde sich tatsächlich in ihrem eigenen Magnetfeld dreht, dann muss ja da irgendwie Strom entstehen. Ja, wenn also ein Magnet in einem Magnetfeld rotiert, dann entsteht da irgendwas und vielleicht ist es Tesla offensichtlich wirklich möglich gewesen, diese Energie zu nutzen. Es gibt einen wunderbaren Film, den ich sehr empfehle, den gibt es auch im Internet auf YouTube, Kaufen für die Müllhalde. Bitte unbedingt anschauen, der ist wirklich augenöffnend, da geht es um die beschränkte Nutzungsdauer, die Planned Obsolescence. Und da seht ihr unter anderem eine Geburtstagsfeier in einem Geräteschuppen einer amerikanischen Freiwilligen Feuerwehr. Und da wird gesungen, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday dear Lightbulb, liebe Glühbirne, Happy Birthday to you, weil die haben dort in dem Geräteschuppen eine Glühbirne, die nachweislich seit 100 Jahren ununterbrochen brennt. 100 Jahre. Und dann kommt ein Wirtschaftshistoriker und sagt, ja, vor 100 Jahren hat es in diesem Ort noch eine Glühbirnenfabrik gegeben und die konnten noch Wolframfäden, wo sie ein bisschen was dazugemischt haben, so erzeugen, dass die fast ewig gehalten haben. Die sind einfach nicht kaputt geworden. Und dann kommen die Kartellabsprachen, die historischen Dokumente, vom sogenannten Phoenix-Konzern, Phoenix-Kartell, wo die Glühbirnenhersteller erst beschränkt haben auf 2000 Lebensdauerstunden, dann auf 1000 Lebensdauerstunden, dann in die Werbung, wenn sie unsere Glühbirnen halten, garantiert 1000 Stunden, ja, aber auch nicht länger, weil sonst wird es Strafzeug. Und wenn man das einmal so verstanden hat, dann weiß man, wie an den Engpässen, an den Flaschenhälsen, die künstlich in unser System angebaut sind, in diesem Nullsummenspiel der Profit abgezogen wird. Und das hat mit Politik gar nichts zu tun, sondern es ist eine systemische Betrachtung. Und das haben wir, wie gesagt, nicht notwendig. Genauso ähnlich ist es auch in der Medizin, wo man sagen kann, das ist in der Regel ein Glaubenssystem und eben auch keine Wissenschaft, denn die etablierte Erkenntnismethode der Mediziner ist spannenderweise die Statistik. Und das habe ich selber nicht fassen können. Aber es gibt zwei deutsche Statistiker, also die haben Statistik-Lehrveranstaltungen an Medizinfakultäten in Deutschland und haben auch schon viele Preise für ihre Lehrveranstaltungen gewonnen. Die kommen eigentlich aus der Onkologie und aus der Biophysik. Ja, also die befassen sich vor allem auch mit Krebstherapie. Und die haben drei Bücher geschrieben. Ja, Der Schein der Weisen mit einer Wahrscheinlichkeit Grenze der Sicherheit. Und das Beste, vom Titel her, was mir am besten gefällt, lustig sind alle drei, ist Der Hund, der Eier legt. Der Hund, der Eier legt, geht auf das Gedankenspiel zurück. Man stelle sich vor, auf einem Küchentisch, da liegen drei Würstchen
und zwei Eier. Und der Hund kommt rein und der frisst zwei Würstchen auf und dann geht er wieder. Und jetzt könnte man sagen, weil der relative Prozentsatz der Dinge am Küchentisch, ja, der Eier größer geworden ist, hat der Hund offenbar Eier gelegt. Und das ist statistisch betrachtet auch richtig, weil der Eieranteil an den Dingen am Tisch gestiegen ist. Ja? Und die Ursache, dass wir das so nicht interpretieren, hat nichts mit Statistik zu tun, ja? Weil statistisch ist das ja richtig, sondern damit, dass wir wissen, dass Hunde eher Würstchen fressen als Eier legen. Und dann kommen sie sofort mit Erkenntnissen im Bereich des Zellstoffwechsels, wo sie eben das Elementare, ja, also die Kausalität, nicht verstanden haben, aber statistisch so einen Schluss gezogen haben, der extrem in die Irre geführt hat. Ja. Man kann auf statistischer Grundlage keine Erkenntnisse finden, sondern immer nur Indizien. Wir brauchen ein Kausalmodell und da ist das oberste Gesetz, Korrelation ist keine Kausalität. Und es gilt zum Beispiel auch für diese religiösen Auseinandersetzungen um Blutfettwerte. Cholesterin und Co. Ich habe mich da jetzt aus gegebenem Anlass selber ein paar Wochen damit beschäftigt. Es ist so abenteuerlich. Ich habe schon vor Jahren das Buch Die Cholesterinlüge gelesen, ja, und alles das, was da drüber zusammensteht. Man glaubt jetzt endlich herausgefunden zu haben, wie das wirklich ist. Also das HDL, das sogenannte Gute, und das LDL, das Böse, ja, sind in Wirklichkeit so Transportfähren für Cholesterin. Nur das Gute, das führt von der Zelle weg in die Leber, wo das Ganze recycelt wird und entsorgt, wo der Cholesterinwert dann sinkt. Und das böse LDL macht es umgekehrt, führt von der Leber weg zu den Zellen, den gleichen Stoff, nämlich das Cholesterin. Ja. Und mit Metastudien, wo man also sehr viele ausgewertet hat, ja, ist Folgendes herausgekommen, auch der statistische Zusammenhang, was anderes haben sie ja nicht, weil Erklärungsmodelle, Kausale, da sind sie noch am Forschen, das weiß noch keiner, wie es wirklich ist. Ja. Aber was man erkennen kann in den Metastudien, also in Studien, wo man über mehrere Studien hinweg schaut und die analysiert, ist, dass es nur einen eindeutigen Zusammenhang gibt. Und zwar, je höher das HDL, das gute Cholesterin ist, und damit automatisch die Triglyceride niedriger, die stehen immer in einem umgekehrten Zusammenhang, ja, desto besser ist es für Leute, die also Herz-Kreislauf-Probleme haben. Ja. Das sollte möglichst hoch sein. Und das LDL, das Böse, ja, hat überhaupt keinen signifikanten Zusammenhang mit irgendwas. Jetzt könnte man eigentlich sagen, je höher das Cholesterin, desto gesünder. Ne? Das wäre auch wieder Provokation. Nicht? Kausal wissen wir es noch nicht genau, also kann man bei dem Schluss noch nicht ziehen. Aber das ist schon sehr interessant, was da alles passiert mit den Statinen und mit der Pharmaindustrie. Ne? Aber wenn man den Aussagen mutiger Grenzmediziner auf öffentlichen Kongressen glauben darf, hat ja das erste medizinische Curriculum in Vereinigten Staaten David Rockefeller selber geschrieben. Ja, als Vertriebsschiene für chemische Produkte und sonst nichts. Ja. Schauen wir aber jetzt auf einen anderen Punkt, nämlich zum Beispiel Gesundheit als individuelle Fähigkeit. Stell dir einmal wirklich vor, er wäre durch mentale Fähigkeiten, also insbesondere durch ein Glaubenssystem, in der Lage, alle Gesundheit selbst nicht nur wiederherzustellen, sondern die immer konstant zu halten im positiven Bereich. Wie viele Berufsgruppen würden wir in unserer Gesellschaft schlagartig gar nicht mehr brauchen? Wäre das nicht ein Wahnsinn? Es sind sofort die Zusammenhänge. Ich habe das erkannt, nämlich als Wirtschaftsinformatiker, wie mir einmal klar wurde, dass wir alle Buchhalter und Steuerberater und Finanzbeamten, und zwar weltweit, komplett ersetzen könnten. Komplett. Also da haben die Finanzminister immer gejammert über die Umsatzsteuerhinterziehung, ja, in der EU und wie schrecklich das ist. Und da habe ich zu meinen Studenten schon damals, Mitte der 90er Jahre, gesagt, ich verstehe das irgendwie nicht. Ja, denn wenn das den Finanzministern ernst wäre, hätte ich sofort die Antwort. Ich würde in der ganzen EU alle Buchhaltungsprogramme verbieten. Würde ich verbieten. Ja? Und alle würden ihre Buchhaltung nur übers Internet machen, im Browser, über ein zentrales Buchhaltungsprogramm. Da gibt es ein Rechenzentrum in der ganzen EU. Jeder, der reingibt, gibt seine Umsatzsteuer-ID, ja, und die Firmenbuchnummer ein und nur darüber darf er seine Geschäfte verbuchen. Andere Geschäfte sind nämlich nicht rechtsgültig. Punkt. Und da kann ich um Mitternacht die Steuersätze ändern und keiner kommt aus. Es ist wirklich einfach, wenn man es wollte. Aber das will offenbar keiner. Ja. Das ist nämlich mit dem Betrug in diesem System, von dem ich nämlich selber am besten, und das fängt bei den Finanzämtern an und geht bis in die Ministerien hoch, wissen wir auch. Ja. Über einige meiner, ja, Bekannten, eigentlich Freunde, kann ich sagen,
habe ich Hintergrundwissen in dem Bereich, das sicher nicht gesund ist, wenn man es öffentlich kommt. Das ist überhöht. Aus Gesundheitsgründen. Es gibt aber einen wunderschönen Spruch, der uns das Ganze ein bisschen plastisch macht. Eugen Roth hat das schon. Was bringt den Doktor um sein Brot? Wer geht's? A, die Gesundheit. B, der Tod. Drum hält der Arzt auf das er lebe und zwischen beiden in der Schwebe. Ist das nicht schön? Ja? Und das beschreibt haargenau das, was passiert ist, nicht? Und der Eugen Roth ist 1976 gestorben, nicht? Da hat er sich das im Anfang des 20. Jahrhunderts hat er das schon erkannt und publiziert, ist ja schön. Also wenn ihr euch über solche Zusammenhänge klar werden wollt, dann schaut euch die Buchtitel an, auf Amazon, Weizenpampe, also gesundes Nahrungsmittel und was daraus geworden ist, nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Cholesterinlüge, habe ich schon gesagt, oder ganz provokant, aber sagt viel aus, wie sie ihren Arzt davon abhalten, sie umzubringen. Ja, das ist die Übersetzung aus dem Amerikanischen, das gibt es auf Deutsch auch, aber nur noch antiquarisch. Ich habe kann mich erinnern, da noch so einen Stapel gekauft und habe es in meiner ganzen Verwandtschaft verschenkt. Die waren alle schon in fortgeschrittenen Alter und gesagt, Arztbesuch bitte, erst was lesen. Man kann natürlich auch den Begriff Bruno Gröning googeln. Auch Bruno Gröning ist sehr spannend, wenn man sich nämlich anschaut, was auf der Wikipedia über ihn steht. Sekte. Ja. Es gibt auch Sektenbeauftragte in Deutschland und so, die sagen, ja, das ist eine Sekte etc. Und dann kann man sich aber auch mal den Film anschauen und mit Mitgliedern in diesem Freundeskreis sprechen, wo ich ganz zufällig im Urlaub einmal darauf gestoßen bin, schon vor über 20 Jahren, und sich einmal mit dem Leben dieses Menschen auseinandersetzen, ja, der 1959 dann gestorben ist, und zwar an inneren Verbrennungen. Offiziell hat man dann gesagt, er hatte Magenkrebs, weil die Ärzte sich nicht ausgekannt haben. Ja. Er hat gesagt, er leitet den göttlichen Heilstrom weiter. Also irgendeine Form von Energie, offensichtlich. Ja. Und er hat es auch abgelehnt, Geld zu nehmen dafür. Er sagt, dann geht das Ganze nicht. Das kann, darf kein Tauschgeschäft sein. Ja. Das sagt schon auch sehr viel aus, ja, über wirkliche Gesetzmäßigkeiten, über geistige Gesetzmäßigkeiten im Hintergrund. Nicht, also Fähigkeiten, die Menschen gegeben sind, und dann ist die Frage, wie gehen die damit um? Bleiben die dann erhalten, ja, ändern sich die, verschwinden die wieder, etc. Bruno Gröning ist für mich deshalb so wichtig, weil er einer der besten dokumentierten Wunderheiler der Welt ist. Die Heilungen, es wurden ihm einmal mit einem Ärztekomitee 10 totgeweihte Patienten vorgeführt. Bei einem jüngeren Mädchen, die hatte eine Blutkrebsform, Leukämie, die hat er sich genau angeschaut und gesagt, der kann er nicht helfen, die ist dann auch gestorben. Die anderen 9 hat er alle geheilt. Ja, und die Schulmediziner, die haben das überhaupt nicht erklären können, wie das passiert ist. Ja. Jetzt weiß man natürlich, dass Selbstheilungskräfte viel ausmachen. Ja. Das funktioniert doch die Freunde von Bruno Gröning halt immer. Ja, ich weiß. Ich weiß sogar von einer Ärztin, die Chirurgin war. Ja. Und die hat an ihren Fingern erkannt, ja, dass sich da so Knötchen bilden, etc. Und die hat schon das Ablaufdatum gewusst, wann sie ihren Beruf nicht mehr ausüben kann. Und die ist zu dem Bruno Gröning Freundeskreis und das ist wieder verschwunden und die wurde ausgeheilt auf die Art und Weise. Ich weiß, es gibt auf der Seite auch die ganzen Bestätigungen, immer die neuesten bestätigten, medizinisch bestätigten, sogenannten Wunderheilungen. Aber da halte ich es mit dem heiligen Augustinus, der etwas Wunderbares gesagt hat. Über Wunder. Auf jeden Fall. Wunderbar. Der hat gesagt, Wunder passieren nie im Widerspruch zu den Naturgesetzen, sondern immer nur im Widerspruch zu dem, was wir über die Naturgesetze zu wissen glauben. Und besser kann man es eigentlich nicht ausdrücken. Ja? Das heißt, wir sind immer in einem offenen Lernzustand. Da gibt es ein paar sehr gute deutsche Psychologen und Psychotherapeuten, die dann auch systemische Unternehmensberater wurden, mit einem Buch, wo also die Kunst nicht zu lernen, ja, war natürlich auch wie Wissensmenschen selber unterrichtet, habe ich damit wahnsinnig intensiv auseinandergesetzt. Und wir haben gezeigt, dass es einen offensichtlichen Widerspruch gibt zwischen Wissen und Lernen. Das heißt, wenn ich ein bestimmtes Wissen habe als Niveau, als Level, und das natürlich dann zum Beispiel auch kommerziell vermarkten will, dann werde ich natürlich lernresistent. Dann will ich ja diesen Status quo nicht mehr verändern, weil in Wirklichkeit ist das dann mein Geschäftsmodell. Da werde ich dann neue Fakten, die im Widerspruch zu meinem erworbenen oder vermarktbaren Wissen stehen, auch ganz bewusst ablehnen. Muss ich ja nicht, das macht ja mein Geschäftsmodell unmöglich. Geht ja nicht.
Und die andere Weise ist, ich friere mein Wissen gar nicht ein. Das heißt, ich komme nie in diesen wissenden Zustand, der ja auch ein bisschen die Gefahr in sich birgt, arrogant zu werden, andere abzuwerten, ihre Meinung nicht mehr zuzulassen, etc. Ja? Und deswegen auch dieser wunderbare Spruch von Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß. Okay? Oder, wie es im Zen-Buddhismus heißt, ja, der Anfängergeist. Der Anfängergeist, der sich ganz bewusst runterstellt auf das Niveau, der sagt, ich weiß eigentlich gar nichts. Ja, ich mache, ich tue. Und durch das, was ich tue und erlebe, entstehen dann geistige Modelle, ja, und Vorstellungen, wo dann natürlich die Anhänger des Zehn sagen, wenn man dann wirklich dort diesmal vielleicht hin will, dann kann man über das sowieso nicht mehr reden. Nicht? Und sprichst du mit dem Meister über die Erleuchtung, kriegst du Watschen. Ja, wir haben aber natürlich jetzt gerade in diesem Pseudobereich, im ökonomisch-rechtlichen System, ich nenne es den virtuellen Materialismus, ja, haben wir dieses abzählbare Nullsummenspiel, das ursprünglich die Weitergabe von Goldstückchen dargestellt hat, haben wir jetzt rein symbolisiert. Nicht? Das sind jetzt nur noch diese doppelten Buchungssätze. Und das besonders Gemeine daran ist, dass aber immer noch von einer Schuld gesprochen wird. Die Schuld steht am Anfang unseres gesamten Systems, nämlich schon bei der Geldschöpfung. Und das, was in den ganzen ökonomischen Theorien ausgelassen wird und nicht dargestellt wird, die Ausgangsbuchung ist zu hinterfragen. Später, wenn dann das Geld einmal da ist, das liegt auf der Bank, ja, oder das hat der Staat, ja, oder das ist das Kapital des Unternehmers, oder was auch immer, da ist dann wurscht, wie man das verschiebt, wie man das vermehrt, ja, wofür man es verwendet, da kann man dann philosophieren, streiten, was auch immer, aber das ändert nichts am Grundprinzip. Wie kommt es in die Welt? Am Anfang schauen. Und das sind heute eben diese merkwürdigen Schuldbuchungen, die auch bei den Zentral- und Nationalbanken nicht anders funktionieren. Auch dort ist die Ausgangsgröße der Geldschöpfung immer eine Schuldbuchung. Merkwürdig. Das ist für mich als Rechnungswesenprofessor war das schon sehr hinterfragenswürdig, weil ich ja sage, warum machen wir das nicht gegen Eigenkapital, also gegen Ertrag? Wenn ich etwas schaffe, das wirklich einen Wert hat, und zwar einen positiven Wert, dann kann ich das um Gottes Willen auch als Eigenkapital abbilden, dann verlängere ich die Bilanz gegen Eigen- oder nicht gegen Fremdkapital. Wem bin ich etwas schuldig, wenn ich etwas geleistet habe? Naja, vielleicht annähernd vielleicht den Eltern oder den Lehrern. Nicht? Und dann kommt das, was man auch in den sozialistischen Ländern gesagt hat, der Gesellschaft bist du das schuldig. Nicht? Die Gesellschaft hat für deine Ausbildung gezahlt und so weiter und das musst du dann abarbeiten. Ne? Weil du wärst zum Beispiel nie Arzt geworden, Akademiker oder irgendwas in der DDR oder irgendwo. Nicht? Da hat die Arbeiter haben alle für dich schuften müssen, dass du studieren gehen kannst. Ne? So, das hat man also auch wieder als Schuldkomplex den Menschen damals eingeredet. So war das im Osten. Und im Westen ist es nicht viel anders, da ist also der Opferstock steht dort bei der Bank. Nicht? Das ist halt unser System. Und diese Art von Geldsystem, die also immer davon spricht, dass da etwas gegeben wird, was wir wieder zurückzahlen müssten, sogar vermehrt um Zinsen, das ist ein bisschen ein unfaires System. Das ist ein System, das die Menschen natürlich fehlsteuert, denn damit ist jeder auf einen Ertrag angewiesen und wir haben dann eine Doppelzählung, und zwar zwangsläufig. Einmal der Wert, den wir wirklich herstellen und erzeugen, der gilt aber im Rechnungswesen erst, wenn wir ihn am Markt durch einen Umsatzakt beweisen. Wir müssen alles, damit es einen Wert hat, verkaufen. Wenn ich etwas nur erzeuge in meinem Unternehmen, das ist sehr viel wert. Ja? Und ich finde aber keinen, der mir jetzt selbst Zahlungsmittel dafür gibt, dann kann ich eigentlich zusperren. Ja? Weil dann muss ich das alles irgendwann ausdrucken in der Bilanz, muss es ausschreiben und dann bin ich irgendwann pleite. So schaut das heute aus. Ohne Markt und ohne marktmäßigen Umsatz, das ist eben ein Teil des Glaubenssystems, ja, gibt es keinen Wert. Das muss ich verkaufen. Und das ist für mich der Widerspruch zu den höheren Gesetzen. Ich habe das einmal so formuliert, ich habe gesagt, wenn wir glauben, dass wir Gottes Kinder sind, ja, dann sollten wir Schöpfer sein. Denn Gott hat die Welt erschaffen, aber nicht gekauft. Und dann könnte unser Bewertungsprinzip auch das der Schöpfung sein, also Buchung gegen Ertrag, Bilanzverlängerung, ja, durch etwas Positive Money, sagt man in England dazu, in UK, ja, die Positive Money Bewegung, die sagen Geldschöpfung gegen etwas Positives, aber nicht wieder als Schuld. Ne? Denn da frisst ja in Wirklichkeit die Passivseite sofort wieder das auf, was eigentlich der positive Wert auf der Aktivseite wäre. Und man fragt sich dann, und wem bin ich das schuldig, wem zahle ich das? Das ist rechtlich nie genau erklärt, aber es findet sich immer jemand, der es erklärt, was passiert. Das ist der Trick.
Naja, und wenn wir jetzt über verbotenes Wissen reden, wer kann uns Wissen verbieten? Nur der, dem wir das gestatten. Das heißt, eine anerkannte Autorität. Wenn wir eine außenstehende Autorität in unserem Leben, die uns etwas von uns will und etwas halbwegs haben will, nicht einen Schöpfer, weil der Schöpfer, der liebt uns sowieso. Bedingungslos. Das ist immer die Ausgangsbasis. Also das kann man ja gar nicht leben. Die Einstellung muss man mitbringen. Aber im Prinzip, wenn man eine andere Autorität akzeptiert, die Forderungen stehen kann, der man sich unterwirft, dann kann man sich auch Wissen verbieten lassen. Wenn man das nicht tut und sagt, Entschuldigung, aber die Regeln, die den für Wissen, für Fähigkeiten, für das Gemeinwohl etc., die schaffen wir uns im Konsens selbst. Als selbstbestimmte Gemeinschaft. Dann ist diese Steuerung von verbotenes Wissen nicht. Und das ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Denn das, was heute passiert, dass also ein kommerzieller Bereich Wissen steuert, reguliert und in großen Teilen aus mangelnder Marktkonformität aufgebildet, das dürfen wir nicht länger zulassen. Und der Begriff Markt hat da eine Schlüsselfunktion. Der Markt ist es der Ideologie-Begriff, kein Wissenschaftler. Das kann man sofort beweisen. Wenn man sagt, es gibt ja in der Praxis nachvollziehbar. Den Markt als Wort ist es sowieso nicht. Es gibt zum Beispiel ein Monopol. Es gibt ein Oligopol. Es gibt vielleicht, aber das ist ja sehr in der Theorie in der Praxis selten, den vollkommenen Wettbewerb. Also kein Markt, der nur einen Preis beeinflussen kann. Kein Käufer, kein Verkäufer. Aber einen Markt als süßen Begriff gibt es nicht mehr. Der ist als Wort für die Politik geschaffen worden, damit sie dem Reporter sagen, das soll der freie Markt entscheiden. Andernfalls müsste sie sagen, das soll das Monopol, das müsste das Kompetenz entscheiden. Und dann wäre die Demokratie öffentlich widerlegt. Und das nichts zu tun hat mit dem süßen Begriff Markt eingeführt. Mit der Marktwirtschaft. Das ist wichtig, das zu wissen. Ein kleines Beispiel nach der Theorie, nach dem Dogma ist der Markt der Ort Preisbildung. Über Angebot und Nachfrage über den Preis vor allem auch verhandelt wird. Nehmen wir das Beispiel an den Emmerladen. Damals stand noch der Eigentümer, die Eigentümerin des Ladens, direkt im Geschäft. Das heißt, man konnte noch über den Preis verhandeln. Das heißt, man sollte das gibt ein Angebot, das ist trotzdem zu teuer. Und wenn im Endeffekt danach war, dann hat er irgendjemanden einen Bettler, der vor der Tür einen Bettbruch schenken können. Denn er war der Eigentümer. Du bist jetzt einmal so genannt wie Supermarkt. Genau, das Supermarkt, was versucht sie mit der Kassiererin den Preis zu verhandeln. Wird deshalb nicht jeden, weil sie nicht die Eigentümerin der Tagebunde der Ware ist. Jetzt ist es aber ein Laden, wo der Eigentümer der Ware gar nicht da ist. Und wenn er den Preis nicht verhandeln kann, definitiv im Sinne des Wirtschaftssystems kein Markt. Daher bitteschön, nicht schreiben wir oben drüber, super Erpressung, aber nicht super Markt. Auch das ist verbotenes Wissen. Auch das ist verbotenes Wissen, definitiv. Und das sind so elementare Dinge mit einem minimalen Rechtsverständnis, in Kombination mit der ökonomischen Begriffsbildung, müsste das doch jeder sofort erkennen, dass es so ist. Ja? Genauso wie diese merkwürdigen Gleichgewichte, die die Volkswirte immer sehen. Da gibt es immer da ein Gleichgewicht und dort. Ja, und der Preis, der regelt das immer und zwar ganz von selber, nicht? Das Gleichgewicht. Was macht der Preis wirklich? Also wenn die Nachfrage größer ist als das Angebot, dann bestimmt der Preis in Wirklichkeit nur, wer etwas vom Angebot erhalten kann. Das heißt, alle die so viel Geld haben, dass sie sich einen höheren Preis leisten können. Und das heißt aber im Umkehrschluss, dass alle darunter, die den Preis nicht zahlen können, leer ausgehen. Und wenn jetzt ein hoher Prozentsatz der Nachfrage gar nichts kriegt, was ist dann gleich? Wo ist dann dein Gleichgewicht? Ich kann diesen Begriff nicht nachvollziehen. Warum reden alle von Gleichgewicht, wenn Nachfrage nicht befriedigt wird? Das kann ich das nicht Gleichgewicht nennen. Ja? Das ist offensichtlich eine Übervorteilung. Eine Übervorteilung und hat eine Filterfunktion, aber da wir das in den Institutionen, an Universitäten, über die sogenannten Filterprüfungen schon gewohnt sind, ja, wisst ihr, wie die Amerikaner das machen? Ich habe einige Kollegen, die an amerikanischen Universitäten bei Prüfungen zugegen waren, in der Prüfungsaufsicht. Ja. Wie ich in Massenkehrveranstaltungen bei Prüfungen bei der Aufsicht war, Buchhaltung und Bilanzierung insbesondere. Ja. Und ich habe gemerkt, ein paar kooperieren. Ja. Die schieben sich so einen Zettel über Abschöpfen. Bin ich halt hin,
Ich sage, liebe Kollegen, macht es nicht so offensichtlich. Ihr werdet euch den Unmut eurer Kollegen auf sich ziehen. Ja? Macht es ein bisschen geschickter und alles ist okay. Keine Frage, ich habe immer gedacht, wenn das gute Freunde sind und der eine weiß dem einen Fach mehr und der andere hilft ihm im anderen und die bleiben in Verbindung, dann ist das ja Kooperation. Das ist ja genau das, was die Wirtschaft von uns will. Die Wirtschaft will doch Leute, die kooperieren können. Und dann setzen sie uns in der Ausbildung in einen Glaskasten und sagen, jetzt redest du mit keinem. Ja? Übrigens, und einen gescheiten Computer kriegst du auch nicht. Du kriegst irgendeinen doch schnell mit den Grundrechnungen, die du länger brauchst, nicht, damit du etwas Stress bist und die Qualität des Ergebnisses leidet. Na, ist das gescheit im Sinne der Wirtschaft? Habe ich nie verstanden. Ja? Filterfunktion. Möglichst wenig müssen durchkommen, weil dann redet man sich hinterher ein, die wenigen, die durchkommen, sind die Besten. Hallo? Ja. Je weniger irgendwie durchkommen, desto schlechter ist der Lehrer. Das war immer mein Standpunkt. Ja. Am besten ist es, alle klingen sehr gut, aber nicht geschenkt, sondern ehrlich. Das war immer mein Begehr. Aber es geht natürlich nicht, weil dann haben wir ein Überangebot und kriegen wir die dann alle in irgendwelchen begrenzten Jobs unter. Dann drückt das wieder das Lohnniveau. Ne? Dann kann man die wieder nicht bezahlen. Wir wissen eh, was dann dahinter steht. Und meine Kollegen, die in Amerika Aufsicht hatten bei solchen Massenprüfungen, haben gesagt, das hat kein Problem. In Amerika schummeln die Studenten nicht. Die machen das nicht. Warum? Weil die ein sehr intelligentes Bewertungssystem haben. Ja? Da machen sie es nämlich so, dass sie am Anfang nur Punkte vergeben für die Beispiele. Insgesamt gibt es zum Beispiel 100 Punkte. Ja? Für alle Beispiele zusammen gibt es ein Maximum von 100 Punkten. Dann werden einmal alle Klausuren nur mit Punkten bewertet. Und hinterher wird die Punktesumme, die Punktelimits für die Noten so verschoben, dass genau der Prozentsatz durchkommt, den sie sich wünschen. Und weil das die Studenten wissen, dass das so gemacht wird, vernadern sich die permanent gegenseitig, weil sie wissen, wann der jetzt spickt und irgendwo nachschaut, ja, dann hebt er das Punkteniveau und dann wird meine Arbeit relativ schlechter bewertet. Und deswegen, ja, hetzen die als Denunzianten gegeneinander auf über so ein perfides Bewertungssystem. Und dann sagt, das ist gescheit, das ist doch toll. Ne? Die brauchen kann nicht bei der Aufsicht nicht stehen sein, weil da beobachten, bespitzeln sich die Studierenden selber bei der Klausur. Hallo? Also das sind alles Dinge, die für mich mit Kooperation, Demokratieverständnis ja, und Selbstermächtigung überhaupt nicht zusammengehen. Das ist perfide Missbrauch von Massenpsychologie, ja, und solchen Bewertungen lehne ich komplett ab. Ja? Also das habe ich dann, wie ich dann Dozent war mit meiner Freiheitsforschung und Lehre, hat das bei mir immer gespielt. Da habe ich dann auch keine Massenlehrveranstaltung mehr bekommen, damit kann ich aber gut leben, weil zahlt wird das eh immer mehr. Also was soll's. Gut, Macht basiert, wie gesagt, auf Glaubenssystemen. Schauen wir in die Medien, in die Propaganda, aber auch in das, was wir heute Schule nennen. Und deswegen kann man sagen, Immanuel Kant, sapere aude, wage dich selbst zu wissen. Und da gibt es in Amerika momentan interessante Bewegungen, Open Science, ja, wo offen öffentlich geforscht wird, aber auch Citizen Science. Die ganzen Schichten mit Blutfetten, ja, Blutzucker und so weiter, da gibt es Leute, die messen sich das permanent selber mit den Instrumenten, was passiert vor dem Essen, nach dem Essen, ja, machen das über Wochen hinweg mit Kurven, gehen dann in die Öffentlichkeit. Die können damit die häufigsten Glaubenssysteme von Ärzten heute widerlegen. Ja. Und von solchen Menschen, die sich selbst zum Versuchskaninchen machen, ja, weil sie mit dem Ergebnis nicht nur sich selbst, sondern auch anderen helfen wollen, ja, können wir die Wissenschaft weiterbringen, meiner Meinung nach nur auf diese Art und Weise. Ja. Und Ärzte, die den Namen nämlich als Heiler, nicht als Arzt, als Heiler verdienen, die müssten freiwillig und mit Begeisterung von solchen Menschen lernen. Ja, weil die diese alten Glaubenssätze niederreißen, ja, und die Tür aufmachen zu etwas Neuem. Und deswegen müssen wir auch, an der Ökonomie und Recht, habe ich ja die Lösung vorgeschlagen, gehen wir auf die Metaebene. Einstein hat das ja so schön gesagt, man kann Probleme immer nur auf der höheren Ebene lösen, als dort, wo sie entstanden sind. Bei Ökonomie und Recht war es mir relativ einfach zu erkennen, dass die höhere Ebene die Ebene der Kommunikation ist. Weil in der Wirtschaft, genau wie im Rechtssystem, kommunizieren Menschen miteinander. Das heißt, wenn ich die Menschen wieder kommunikationsfähig mache, ja, dass sie sich friedlich, freundlich, empathisch, Verständnis austauschen, voneinander lernen können, einen friedlichen Dialog führen. Nicht das, was man heute auf Facebook hat, ja, diese Glaubenskriege, jeder muss Recht haben. Ja, und er hat gewonnen, wenn er den anderen mundtot brüllt. Ja, oder ihm die Freunde aus der Gruppe rausschmeißen oder so, irgendeine kindische Aktion. Ja. Sondern wenn man sagt, ich lasse jeden sein eigenes Glaubenssystem, aber ich lasse mich auch nicht bevormunden. Ja. Keiner ist ein Missionar, sondern wir sind alle neugierig und gespannt darauf, von anderen zu lernen.
Und damit sind wir natürlich immer lernfähig, lernwillig und wollen uns auch verändern, auch unsere Sichtweisen, vor allem auch unsere Fähigkeiten erweitern. Das ist das Schönste, von anderen zu lernen. Und das ist etwas, was mich am allermeisten freut. Und ich hatte in manchen Gelegenheiten, die Gelegenheit dazu, von eigenen Absolventen dann später noch zu lernen. Das war mir immer die größte Freude. Ja? Denn dann sieht man, dass also dieser Same auch an einen fruchtbaren Boden fällt. Dass ist ja wirklich etwas passiert in dieser Entwicklung. Und wie sieht das beim Wissen aus, beim Glaubenssystemen und bei diesem, in diesem Bereich? Da brauchen wir als höhere geistige Ebene jede Möglichkeit geistiger Modellbildung. Also die Methoden geistiger Modellbildung sind die Metaebene zu Meinung, Glaube und Wissen. Und geistige Modellbildung müssen wir uns jetzt auch in Bereichen vorstellen, die unsere heutige physisch-körperliche Lebensform übersteigen. Also auch in höherdimensionale Bereiche hinein. In zeitlose Bereiche hinein. Ja? In Bereiche, wo wir Farben sehen, die wir mit den Augen gar nicht wahrnehmen können. Ja? Und wo wir auch emotional ganz anders funktionieren, als in unseren elektromagnetischen Körpern. Und wenn wir diese Hürde übersteigen können, dann haben wir auch Selbstheilungsfähigkeiten, ja, auch andere, dann werden wir auch hellsichtig und diese Dinge, ja, alles das ist möglich. Und es gibt so viele in der menschlichen Geschichte, die uns das vorgemacht haben. Aber da müssen wir eben diesen Schritt über Meinung, Glaube und Wissen hinaus zu gehen, bereit sein. Ja, diese höhere Ebene. Und das ist sozusagen die Frohbotschaft am Ende dieses dunklen Tunnels des verbotenen Wissens. Ja, wenn wir uns da hineinwagen, ja, und da durchgehen, das aber nicht als Bestrafung sehen und nicht als Kampf, sondern einfach als einen notwendigen Entwicklungsprozess, um dann aufzuwachen in einer Welt, wo Wissen nicht mehr mit Eigentum, Verknappung und nicht mehr mit Regeln und Verboten versehen ist, weil es gar nicht versehen sein kann. In der geistigen Welt ist das, was ist, für alle da. Und es liegt dann nur an uns und unserem geistigen Zustand, ja, uns zu öffnen und das wahrzunehmen. Aber was ich weiß, weiß in jedem Moment dann auch jeder andere und umgekehrt. Ja. Da ist dann keine Grenze mehr notwendig. Das ist also dann eine ganz andere Sichtweise. Und darauf freue ich mich, ja, euch ein bisschen einen Blick in diesen Bereich hinein machen zu lassen. Und wenn wir das gemeinsam tun und unseren kleinen Bereich hinterher dann noch beinahe beliebig lange, ja, austauschen. Meine Energie ist bekanntermaßen fast unerschöpflich. Freut mich ganz besonders drauf. Schön, dass ihr da seid. Danke.